Delicious. Hey Leute, was geht ab und willkommen hier zum zweiten Mappen-Update der WM2018 Sticker-Serie. Das erste Mappen-Update ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, also solltet ihr das erste Mappen-Update nicht gesehen haben, checkt es auf jeden Fall aus, das ist richtig gut bei euch angekommen, also es freut mich wirklich sehr. Heute habe ich die nächsten 100 Sticker, also ja, die Nummer 101 bis zur 200, die ich aber nicht habe. Die letzte Nummer, die ich hier habe, ist die 199. Also die 200 fehlt mir zum Beispiel schon mal. Ich werde jetzt nicht spoilern, welche Nummern ich hier schon eingeklebt habe. Okay, Saudi-Arabien seht ihr. Okay, ihr seht jetzt auch Ägypten. Das war jetzt ein Fail von mir. Hier machen wir weiter. Hier bei Uruguay machen wir weiter. Sehr gut. Natürlich hier meine Sticker-Skills seht ihr ja alle. Also wunderbarski. Ihr seht auch wieder meine Matte, meine schwarze Matte, die ihr sonst von den Unboxings kennt, ist zu klein. Ich habe jetzt hier nichts da, aber es war ja auch schon so beim ersten Part und ich werde jetzt einfach so weiterhin einkleben. Genau, 101 haben wir hier Matthias Corujo aus Uruguay, ist ja klar. Ich mache mal die Softbox hier weiter rüber. So, Matthias Corujo. Mal gucken, wie lange wir dieses Mal hier die Sticker einkleben. Ob ich dieses Mal schneller bin, ob wir da schneller durchkommen. Ich will die Sticker natürlich alle ordentlich einkleben, weil das ist mein eigenes privates Album. Mein eigenes privates Album. Ihr seht auch hier meine Maus, meine Computermaus. Der Computer ist natürlich an, weil ich da somit den Sound aufnehme, den Mikrofon-Sound. Dann haben wir hier Rios, der Typ, der keinen Verein hat. Die 102. So, auch im Heftchen. Dann, ich lege mal Uruguay wieder aus, ob ich da alle habe. Natürlich kommt der Beißer auch, den habe ich auch. So, da haben wir hier die 103, 104, 5, 6, 7. Edinson Cavani, Suarez, beide Spitzenstürmer hier von aus Uruguay am Start. Und ich habe Uruguay soweit komplett, nur Muslera fehlt mir. Dieser Frechdachs. Dieser kleine Frechdachs, ne, Muslera. Das sieht auch gut aus. Dann die 104. Und manche haben auch gefragt, wann die WM 2018 Karten sortiert werden von mir. Mappen-Updates. Da wird es auch jetzt losgehen. Da wird es jetzt auch losgehen. Denn da werde ich dann Mappen-Updates machen, genauso wie hier, dass ich die ersten 100 Karten einsortiere ins Album. Aber mit Karten, da geht es ja meistens immer schneller. Und ich müsste hier nochmal Edinson Cavani. Du müsstest nochmal raus hier, weil Edinson Cavani wollte hier nicht ordentlich ins Album. Jetzt ist aber ordentlich. Und vielleicht beißt sich auch Suarez hier aus dem Heft raus, ne? Luis Suarez. Also jetzt muss ich mal hier um die Kamera greifen. Aber ja, so ist es für mich angenehmer, wenn ich solche Positionen habe, nicht das alles. Ich könnte auch die Kamera hier hinstellen und alles perfekt filmen, sage ich mal. Aber ihr seht ja auch hier jetzt alles perfekt, ne? Da kann man sich doch nicht beschweren. Also, es läuft doch hier, es läuft. Es läuft, Carlos Sanchez. 105. Dann Christian Stuani, 110. Den kenne ich da auch irgendwo her. Christian Rodriguez. Hat ja nicht mal in der Premier League, in der La Liga gespielt. Christian Rodriguez. War das nicht bei Atletico? Oder täusche ich mich jetzt da? Ich weiß es nicht. Vecino passt auch. Und ist, ja, so lasse ich das. Ist ordentlich im Heft, oder? Ich gucke mir das gleich nochmal genauer an. Hier die 111, Diego Rolan. Kann man das? Ja, ich. Kann ich den nochmal jetzt hier? Oder habe ich zu lange gewartet? Na, nee, ich lasse den drin. Ich lasse den drin. Das ist jetzt minimal. Ja, aber das sieht man kaum. So sieht die Seite jetzt aus von Uruguay. Und es geht weiter mit den Portugiesen. Mit den Portugiesen geht es weiter. Ich habe das Logo nicht am Start. Wir starten hier gleich mit dem 113er Mannschaftsfoto, was ordentlich im Heftchen ist. Rui Patricio. Ich denke, Portugal hat nicht die Chance, Weltmeister zu werden. Gehe ich einfach nicht davon aus.
Es gibt zurzeit stärkere Nationalmannschaften wie Spanien, wie Brasilien, Deutschland natürlich auch. Und ich habe Bruno Alves nicht. Ich habe Bruno Alves nicht, das gibt's ja gar nicht. Die 115 fehlt auch. Aber Pepe. Und Pepe hat auch nicht rumgezickt hier. Und ist nicht ausgerastet, der Pepe. Eliseo. Hat 19 Cedric. Dann ein Dortmunder Borussen, Rafael Guerrero. Ihr könnt mir auch unten die Kommentare schreiben, klebt ihr genauso schnell wie ich ein? Oder wie reißt ihr die Sticker ab? Macht ihr auch hier immer eine Ecke oder wie macht ihr das? Das würde mich auch mal interessieren. Gibt es da verschiedene Arten, wie man das machen kann? Schreibt mir mal das unten in die Kommentare. So, Raul Moutinho ist auch im Heft. Perfekt. Es fehlen zwei Sticker auf der ersten portugiesischen Seite hier. Bam. Wir machen weiter mit der rechten, weil da wird es interessanter. Mit Quaresma, mit Nani, mit... als ob, ich habe die 100 WTF. Mir fehlt João Mario und Danilo Pereira. 122 und 123. Zwei Sticker nebeneinander fehlen mir hier. Ricardo Quaresma, der nächste, André Gomes fehlt mir auch. Was ist da los, ey? Die Portugiesen, da habe ich nicht so viele gezogen anscheinend. Ricardo Quaresma. Bernardo Silva. Der Spieler von der Heiligen Latze. Von Pep Guardiola. Man City war natürlich gemeint. Wisst ihr, André Silva. Habe ich jetzt die letzten... Klebe ich Ronaldo ein? Natürlich klebe ich Ronaldo ein. Habe ich ja zweimal, dreimal gezogen. Gelson Martin Zirsa. CR7. Ich klebe CR7 hier in Seft ein. Das ist ein epischer Moment. Das ist ein ganz, ganz epischer Moment. André Silva. Ja. So, Gelson Martin, dann haben wir fast jetzt die... Ja, wir haben die ersten 30 eingeklebt. Die ersten 30 Sticker haben wir. Komplett die. So, jetzt kommt hier. CR7. Das muss ich ordentlich festhalten, Jungs. Das ist ein epischer Moment. CR7 klebe ich jetzt hier im Heftchen ein. Einfach geil. Oh yeah, und der muss auch perfekt im Heft sein. Der gute CR. Und da ist er. Da ist er. CR7. Und Portugal, mir fehlen da 5 Sticker. 5 Sticker fehlen mir bei Portugal. Ist eigentlich eine Frechheit, ne? Eigentlich ist das frech. 5 Sticker. Jetzt kommen die Spanier. Eben noch angesprochen, Spanier haben auch einen richtig guten Kader. Sind richtig gut drauf. Also Spanien, ja, darf man nicht auch, halt nicht auf die leichte Schulter nehmen. Sagen wir es einfach mal so. So, das spanische Logo. Was ich hier am Start habe, dann haben wir Spanien Mannschaftsfoto. Dreher, ich leg mal hier die ersten wieder hin. Alba, Nacho, Monreal, Piqué, Ramos! Ramos fehlt mir, der alte Banause. Das kann doch nicht wahr sein, Ramos. Sergio Ramos. Aber jetzt, wo ich hier sehe, Ramos, ja, habe ich auch noch nicht gezogen. Sergio Ramos, kommt mir ganz, ganz unbekannt vor. Der Herr. Natürlich kenne ich Ramos, ist ja klar. Wer kennt nicht Ramos? Also, den kennt doch sicherlich jeder. Selbst Spieler oder selbst Leute, die sich jetzt nicht so mit Fußball auskennen. Sergio Ramos könnte man eigentlich kennen. Herr Carvajal, jetzt einer der besten Außenverteidiger. Und für Real Madrid ein wichtiger Verteidiger. Und wo hat er angefangen? Wo habe ich ihn zum ersten Mal spielen sehen? Bei Leverkusen. Bei Bayern 04 Leverkusen in der Bundesliga bei der Werkself. Ja, da hat er angefangen, der gute Carvajal.
So, ich greife mal hier wieder über die, um die Kamera. So, Busquets ist im Heftchen. So, ich mach mal ein bisschen Ordnung. Thiago, Isco, Koke. Ich glaube, ich habe nicht alle, oder? Ja, Asensio. Marco Asensio fehlt mir schon mal. David Silva und jetzt noch vier. Ja, passt. Also Marco Asensio fehlt mir nur noch da. Also vereinzelt nur noch ein paar Sticker. Mal gucken, wenn ich alle Mappen-Updates jetzt hier rausgehauen habe, dann kommen natürlich noch weitere Mappen-Updates, wo ich zum Beispiel Asensio einklebe, Ramos einklebe. Ja, aber mal schauen, wie viele Sticker mir dann erstmal so nach den ersten Mappen-Updates fehlen. Okay, wenn ich das Album dann voll habe, dann kommt auch natürlich nochmal ein Video, wo ich euch das komplette, vollständige Album zeige. Das ist ja, denke ich mal, auch klar. Jedem klar. Jedem klar, 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 klar. So wie Dolo. Jetzt haben wir die, okay, nicht, noch nicht die Hälfte, aber wenn wir die Spanier hier fertig haben, dann habe ich hier komplett die Hälfte. Nein! Oh, fast das Album kaputt gemacht hier unten. Ich wollte schon sagen, du. Mein Heiligtum hier. Diego Costa. David Silva. Ja, hat sich die Frisur gemacht wie sein Trainer. Oder was hat er sich dabei gedacht? Oder wollte. Oder ist er der neue Iniesta? Kann auch sein. Vielleicht möchte er den, der Nachfolger von Andres Iniesta sein, der gute David Silva. Oh, da sieht das geil aus. Ach, das muss ich bei Portugal noch machen. Habe ich ja noch gar nicht gemacht hier, Jungs. Euch Portugal so zu zeigen mit CR7 und Co. Nice, Mann. So, jetzt noch Thiago und Isco schnell. Und dann geht's weiter zu der nächsten Mannschaft, zu Marokko. Wo wir unter anderem eventuell, also ich denke mal Benatia kennt man so. Den könnte man noch von Marokko. Ah, Isco. Du kommst hier nochmal raus. Ich drehe mal das Album so, dass es gerade ist. Also gerade in meine Richtung halt, sodass ich Isco gut einkleben kann. Und das ist doch auch, Jungs, das ist einfach ein geiles Gefühl, wenn man so ein Album voll hat. Gerade das Hardcover, was noch geiler ist als das normale. So, Marokko. Erstmal die ersten Sticker einkleben. Logo und Mannschaftsfoto haben wir. Und übrigens, Fun Fact: Seitdem Panini mehr Glitzersticker einbaut, sammeln mehr weibliche, fußballbegeisterte Mädchen, Frauen die Sticker. No joke, true story. Seitdem Panini halt mehr solche Glitzersticker einbaut. In den ersten Serien gab es ja kaum Glitzersticker. Ja. Und seitdem Panini halt mehr Glitzersticker einbaut, sammeln auch mehr Mädchen, sammeln mehr Frauen die Panini-Sticker. Meni Benatia. Dira. Ja, schaffen wir vielleicht die erste Nation hier komplett zu vervollständigen. Schaffen wir das heute in dem zweiten Mappen-Update Romain Zeiss. Bis dato sieht's gut aus, 157 hier. Fuad Shafiq. Das geht auch gut weiter. Gucken, ob wir die nächsten drei haben. Mendül, Kimi und Bouzoufa. Also die erste Seite in Marokko. Komplett. Ja. Achraf Hakimi. So, das sieht doch nice aus, Mann. Komplett, also die erste Seite von Marokko komplett. Ich hoffe, die zweite haben wir auch. Sodass wir eine Mannschaft, eine Nationalmannschaft so richtig komplett haben. Marokko. Nicer Dicer. So, 162. Dann die 163. 64. 65. Nein! 66. Was ist da los? Als ob hier noch drei fehlen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe mich schon so gefreut. Und jetzt sowas. Mann.
Khalid Budaib. Komm rein ins Album, alter Banause. Aziz Bouyadouche. Spieler aus der zweiten Bundesliga, St. Pauli. Seine Heimatstätte. Und jetzt ist seine Heimatstätte mein WM-Album. Das Pexelite WM-Album. So, die Sticker sind da hinten immer ein bisschen schwieriger, weil ich halt immer so weit rumgreifen muss hier mit der Hand. Ich werde es auch weiter so lang ziehen. Ja. Gucken, Amrabat. Fight Girl Feire. Feure! Kennt ihr überhaupt einen von Marokko? Also Benatia kenne ich, Dira sagt mir was, Bouzoufa sagt mir was, Amrabat sagt mir was, Bouyadouche sagt mir was, hier Ziyech sagt mir was, Belhanda natürlich sagt mir auch was und die anderen aber nicht so wirklich. Und ich glaube, bei der nächsten Nation, die jetzt gleich kommt, wird es noch schwieriger, da jemanden zu kennen, weil es kommt noch Iran, so wie ich das hier sehe. Und wir haben leider das Logo von Iran nicht. Belhanda ist im Album. Perfekt. So sieht's aus. Und dann geht's weiter mit Iran. Und danach noch die Franzosen. Also ein paar Franzosen kommen noch. Weil die letzten Franzosen kommen dann im dritten Mappen-Update-Part. So, Iran. Bam. Dann haben wir den Keeper, Bayran Wand. Ich guck mir mal die Namen an. Kenne ich davon einen? Ich glaube nicht. Gottes. Doch, Dejaga. Dejaga kenne ich. Der mal bei Wolfsburg gespielt hat. Dejaga. Aber ansonsten sieht's mau aus bei mir. Bei meinem Iran-Wissen. Montazeri. Gafuri, 176. Hosseini. Da kriegen wir die erste Seite. Nee, geht ja gar nicht. Wir haben das Logo nicht. Geht ja gar nicht. Ich wollte gerade sagen, kriegen wir die Iraner hier komplett hin. Zumindest die erste Seite. Aber wir haben ja das Logo schon gar nicht. Also geht das gar nicht. Mohammadi. Boom. So, ich schau mal. 179, 80 und 81. Aber die ganzen Spieler haben wir. Also die ersten Porträtsticker hier von der ersten Seite. Aber ich würde mich freuen, wenn wir auch alle Porträtsticker von der zweiten Seite haben. So. Purali Ganji. Sehr schön. Das ist doch mal schön, 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 schön. So, schauen wir mal, 182, 83, sag, hier fehlen mir welche, 184, 85, hier ist unser guter Dejaga, 186. Na, wir haben alle, wir haben alle. Godus, okay, Godus sagt mir auch noch irgendwie ein bisschen was. Godus, Ansarifart, Jawolski, alle. Alle Iraner, nur das Logo fehlt, Mann. Nur das Logo. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, dass ich das nicht gezogen habe irgendwann mal. Das Iran-Logo. Und ich glaube, wir sind auch schneller als beim ersten Update, ne? Wie lange habe ich gebraucht? Beim ersten Video? 30 Minuten oder so? Ich weiß es gar nicht, schon gar nicht mehr. Jetzt sind wir bei 20 Minuten ungefähr angelangt. Und es sind ja nicht mehr so viele Sticker. Bei den Franzosen sind ja nur noch vielleicht 10 Sticker. Also mögt ihr lieber längere Mappen-Updates oder wenn ich hier versuche durchzuziehen hier und schnell einzukleben? Aber ich klebe halt so ein, wie ich einkleben möchte, aber das würde mich mal auch interessieren, wenn ihr das mal unten in die Kommentare schreibt an Sarifat, bam. Dann, ja, Reza Gochaniyat,
von SC Heerenveen. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Wahrscheinlich nicht, aber ich kenne den Spieler halt leider nicht. Da muss ich ja auch hier jetzt nicht so tun, als hätte ich den, oder als würde ich den Spieler kennen. Der kommt noch mal raus. Ich drehe mal hier kurz wieder das Album. So. Dann den Jager auch ins Heftchen. Da. Und Saman Godos. Ja, deswegen kenne ich den Godos. Der hat bei Östersund, spielt bei Östersund. Und Östersund hat gegen Hertha gespielt. Dieses Jahr in der Europa League. Deswegen kenne ich den wahrscheinlich. Godos. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Godos. Das waren die Iraner. Jetzt kommen noch die letzten Frankreich-Sticker. Bis zu Laurent Koscielny. Das Logo haben wir. Und auch das Mannschaftsfoto haben wir. Also es geht gut los mit Allez, bleu. Und auch Frankreich, muss man sagen. Sehr, sehr guter Kader. Standen bei der Euro, haben bei der Euro schon gut gespielt. Also, Frankreich. Titelfavorit, Fragezeichen. Muss man auf jeden Fall auf der Rechnung haben. Die Allez, bleu. Rafa Varane. Fehlt mir hier ein Sticker, das sehen so wenig aus hier. Ja, drei. Wer fehlt denn hier? Lucas Digne. Ja, und Koscielny fehlt mir auch. PTF. Mann. Also nächstes Mal machen wir weiter dann mit Blaise Matuidi mit der 201 bis zur 300. Also ich kann ja gleich mal ganz kurz durchblättern, um quasi einen Überblick zu geben für die nächste Folge. 198, ich sag jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn ihr einen Däumchen nach oben da lassen würdet und natürlich meinen Kanal abonnieren, falls ihr noch nicht Abonnent sein solltet. Und was ist hier mit Kurzawa los? Oh ne, den Sticker klebe ich nicht ein. Schaut euch das mal an, hier ist so ein Riss schon drin. Seht ihr den? Dann muss ich mal gucken, ob ich den überhaupt doppelt habe. Ja, Kurzawa, es tut mir leid. Du wirst hier nicht ins Album eingeklebt, wenn du da schon halb kaputt bist. Dann warte ich lieber auf einen neuen Sticker. Ich weiß nicht, ob ich den doppelt habe, aber das war jetzt hier mit dem zweiten Mappen-Update. Nächstes Mal gibt es Australien mit Matthew Lecky, mit den einzigen Herthaner Map. Peru, dann haben wir Dänemark mit Lord Bentner. Dann haben wir Argentinien mit Lionel Messi. Und noch die Isländer, die wir hier bis Padua Magnussen einkleben. Das war das zweite Mappen-Update der WM-Sticker. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüssi.